Ich zeige euch jetzt einmal die Schritte. Wir fangen an mit rechts, mit Vaudevilles. Das heißt, wir kreuzen rechts vor links, links zurück, rechte Ferse auftippen. Dann springen wir um und kreuzen links vor rechts, rechts zurück und linke Ferse auftippen. Also, kreuzen und rechte Ferse und kreuzen und linke Ferse. Jetzt springen wir wieder um auf den linken und tippen die rechte Ferse vorne auf. Dann tippen wir die linke Ferse vorne auf. Dann gehen wir wieder auf den linken, holen den rechten mit einem Brush in die Höhe, dabei das Knie ein bisschen in die Höhe geben und rechts vor links aufstampfen. Das heißt, wir stehen in einer Schrittstellung. Also diese 8 Takte waren Vaudeville und Vaudeville und Ferse, Ferse, Brasch, Knie, Stampf. Gezählt. 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7, 8. So, jetzt haben wir diese Schrittstellung. Jetzt kommen Heel Splits, also Fersen auseinander und wieder zusammen. Zunächst einmal auseinander, zusammen, auseinander und dann wieder zusammen, auseinander, zusammen. Dann müssen wir schauen, dass der Gewicht am linken ist, weil jetzt machen wir mit rechts einen Coaster Step. Und jetzt kommt noch eine halbe Rechtsdrehung. Wir drehen auf dem rechten Fuß und steigen gleichzeitig mit dem linken zurück. Und jetzt noch rechts daneben. Und Gewicht ist rechts. Also diese 8 Takte, wir waren in dieser Schrittstellung, waren zunächst einmal die Heel Splits. Also auf, zu, auf. Zu, auf, zu, dann Coaster Step und die halbe rechts und rechts daneben. Bisschen aufgestampft. Gezählt. 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7, 8. Und das ist jetzt die Stelle, das ist der halbe Tanz. Ich schaue jetzt auf 6 Uhr und jetzt kommt die zweite Hälfte des Tanzes, die wir immer nur hier auf 6 Uhr tanzen. Diese zweite Hälfte besteht aus Linien, so einer Kombination mit Linien. Gewicht haben wir jetzt rechts und wir fangen mit links an. Ich drehe mich aber um und zeige euch das. Denkt euch jetzt, das ist 6 Uhr, dann seht ihr das besser von rückwärts. Also wir beginnen, hier ist 6 Uhr angenommen, eine Linie nach links, eine Linie nach links, tipp, eine Linie nach rechts, tipp, dann ein Schritt nach links, wir tippen den rechten dazu, ein Schritt nach rechts, wir tippen den linken dazu und schließen mit einem linken Rocking Chair ab. Also diese Takte waren Linie nach links, Linie nach rechts, links Tipp, rechts Tipp und Rocking Chair. Und dasselbe Packerl, fast dasselbe Packerl kommt noch einmal. Also noch einmal eine Linie nach links. Wir können auch statt dem Tipp so einen kleinen Bodenstreifer machen. Linie nach rechts, dann wieder links Tipp, rechts Tipp. Aber jetzt nicht mehr einen Rocking Chair, sondern nur links einen großen Schritt vor und der rechte stampft daneben auf. Aber wichtig, Gewicht bleibt links, weil jetzt startet der Tanz von vorne wieder mit den Vaudeville-Schritten. Ich zähle euch einmal diese letzten 16 Takte. Also mit der Linie links fangen wir an. 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8. Und noch einmal 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7, 8. Das war jetzt einmal ein kompletter Tanz. Einmal komplett durchgezählt. 7, 8.
1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7, 8. 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7, 8. 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8. Und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7, 8. So, jetzt starten wir den Tanz auf 6 Uhr. Nur ein halber Tanz und dann hängen wir eine Brücke an. Also machen wir mal den halben Tanz. Mit Vaudeville und Vaudeville und Ferse. Ferse, Brasch, Knie, Stampf. Dann kommt der Hilfsblick. Auf, zu, auf, zu. Coaster, Step. Halbe Drehung nach rechts. Und der rechte Stampf dazu. Gewicht ist in diesem Fall auch wieder rechts. Und jetzt hängen wir Stopp, also praktisch Abbruch, und jetzt hängen wir die Brücke an. Und die Brücke sind zweieinhalb Rocking Chairs. Mit links, also der erste Rocking Chair, der zweite Rocking Chair und der dritte nur mehr nach vor und links dazu. Und jetzt ist aber das Gewicht links. Weil jetzt startet der Tanz wieder mit den Vaudevilles. Also zählen wir diese Seite durch. 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7, 8. 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7, 8. Und die Brücke 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6. Also die Brücke hat nur 6 Takte und jetzt geht der Tanz von vorne wieder los. Der Ablauf des Tanzes, wie gesagt, die erste Wand komplett, wir starten auf 6 Uhr, enden mit dem halben Tanz, also nach der halben Drehung und hängen die Brücke an, die Rocking Chairs. Dann wieder der gesamte Tanz komplett mit den Linien auf 6 Uhr und wenn wir vorne sind, wieder Abbruch, Brücke. Und dann in der fünften Wand, jetzt haben wir das jetzt zweimal getanzt, kommt zusätzlich noch nach 8 Takten ein Restart. Und zwar die ersten 8 Takte sind Vaudeville und Vaudeville. Und Ferse, Ferse, Brasch, Knie, Stampf. Restart, Vaudeville und Vaudeville und so weiter. Und dann geht es wieder normal, wie wir es gewohnt sind, weiter. Kompletter Tanz mit den Linien, halber Tanz mit der Brücke, noch einmal kompletter Tanz, noch einmal halber Tanz. Und dann endet das Lied und wird am Ende dann immer langsamer. Da sind wir dann schon bei dieser Brücke und dann werden wir auch entsprechend beim Tanzen mit der Brücke immer langsamer. So, lange Erklärung. Ich hoffe, ihr kennt euch aus und im nächsten Video seht ihr dann den Tanz.